ganze Land. Bravo, Dumbo, bravo, bravo, bravissimo. Du bist die Attraktion, fliegende Karoschon. Dumbo, bravo, du kannst fliegen. Dumbo, bravo, du bist die Sensation. So wie Dumbo möchte ich fliegen. So wie Dumbo, so einfach weg und davon. Wie sie jubeln, wie sie loben. Seht den Dumbo, seht nach oben. Unten stehen die dummen Toren und alle möchten große Ohren. Schon eine kleine Weile her, dass Dumbo und ich die folgende Geschichte erlebt haben. Aber jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Dabei fing alles ganz harmlos an. Wir hatten gerade unser Gastspiel in einem kleinen Dorf beendet und begannen, unser Zirkuszelt abzubauen, als unser Direktor Dumbo und mich zu sich rief. Dumbo! Timotheus! Ja? Kommt ihr mal einen Augenblick zu mir? Ja, ja, natürlich! Was er wohl will? Vielleicht lädt er uns zum Frühstück ein. Na, also, Timo, du denkst aber auch nur ans Essen. Diese Omelette. Dabei hast du doch schon ausgiebig gefrühstückt. Ach, das ist doch schon über eine halbe Stunde her. Also, Timo, es sind keine 20 Minuten her. Aber wie dem auch sei, das wird wohl kaum der Grund sein. Da wirst du wohl leider recht haben. Na, gehen wir zu ihm. Mhm. Dann werden wir es ja erfahren. Herr Direktor? Nun kommt rein, kommt rein, kommt rein. Guten Morgen. Haben Sie schon gefrühstückt? Ja, danke, habe ich. Na, schade. Timo. Na, wie steht's? Habt ihr schon mit dem Abbau begonnen? Ja, gerade eben. Aber bis morgen Abend werden wir fertig sein. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Tja, das ist ja gerade das Problem. Wieso? Wir haben unser nächstes Engagement erst in 3 Monaten. Oh, erst in 3 Monaten? Das ist aber schlecht. Was machen wir denn bis dahin? Haben Sie schon einen Lagerplatz? Ja, also lagern können wir hier. Mhm. Aber das löst nicht unser Problem. Nee. Ihr wisst doch, wie sehr wir auf die Geldeinnahmen unserer Vorstellungen angewiesen sind. Na klar. 3 Monate Pause, das können wir uns nicht erlauben. Ja, leider. Und nun? Ja. Nun habe ich eine große Bitte an euch beide. Ja? Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen umschauen? Mhm. Ja, ich meine, vielleicht findet ihr ja einen kleinen Ort, wo wir wenigstens für ein paar Wochen unser Zelt aufschlagen könnten. Ja. Ja? Das würde schon genügen. Ich habe nichts dagegen. Meinetwegen könnten wir sofort losfliegen. Was meinst du, Timotheus? Ja, wenn wir genügend Proviant mitnehmen. Ja, ich wusste ja, dass auf euch Verlass ist. Herr Direktor, können Sie denn beim Zeltabbau auf mich verzichten? Wir haben doch Zeit. Und ein neuer Auftrittsort ist einfach wichtiger. Das stimmt. Es wäre mir wirklich sehr lieb, wenn ihr gleich aufbrechen könntet. Fein, endlich wird's mal wieder interessant. Mhm. Komm, Dumbo, packen wir. Was denn packen? Na, was zu essen. Na, Timo, da nimm mal ordentlich was mit. Ja. Nicht, dass du uns vom Fleisch fällst. Mach ich ja, Direktor. Ja, dann kann es ja losgehen. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ihr beiden. Hoffentlich habt ihr Glück. Na, Timo, sitzt du auch bequem in meinem Hut? Ja, danke. Oh, Dumbo, haben wir nicht ein herrliches Wetter? Ah. Ganz blauer Himmel und die Sonne scheint. Oh, toll. Ja,
Und sieh nur die schöne Landschaft. Überall Wiesen und Felder. Und guck mal, da vorne ist ein Wald mit einem kleinen See. Oh ja. Oh, das sieht aus wie gezeichnet. Oh, Dumbo, lass uns doch einen Moment am See Pause machen, ja? Ja? Du hättest ja Lust auf ein kleines Picknick. Also, dein Appetit ist in letzter Zeit wirklich erstaunlich. Wir sind doch noch nicht einmal eine Stunde unterwegs. Na, wenn ich nun mal Hunger habe? Na ja, na von mir aus. Oh, hier ist wirklich ein idyllisches Plätzchen. So, dann halte dich fest. Ich lande jetzt. Ja, das Rauchen einstellen. Dumbo 1 setzt zur Landung an. Meine Damen und Herren, Dumbo 1 ist soeben gelandet. Ja? Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Landung gesund überstanden haben. Wenn ja, dann können Sie ja was essen. Ach, Timo, du bist wirklich unverbesserlich. Ah, so, hier ist ein Picknickkorb. Oh, danke. Was haben wir denn da Schönes? Oh. Hä? Was ist? Oh nein! Ich habe meine Käsebrötchen vergessen. Ach, na ja, mach doch nicht. Oh, das sagst du noch. Du hast ja noch genug in deinem Korb. Aber Käsebrötchen mag ich am liebsten. Das weißt du genau. Wir müssen umkehren, Dumbo. Aber das geht doch. Wir können doch jetzt nicht mehr umkehren. Warum denn nicht? Also, Timo, sei doch vernünftig. Nur wegen dem Käsebrötchen umzukehren, das ist doch reine Zeitverschwendung. Aber so macht mir das ganze Picknick überhaupt keinen Spaß mehr. Wir sind ja auch nicht zum Spaß unterwegs. Aber, Timo, ich mach dir einen Vorschlag. Wir fliegen jetzt weiter bis in die nächste Ortschaft und kaufen dort ein paar Käsebrötchen. Einverstanden? Na gut, einverstanden. Dann setze ich mich wieder in deinen Hut, ja? Ja, ja, komm her. So, sitzt du gut? Mhm. Also, dann geht's los. Wir fliegen erstmal am Waldrand entlang, ja? Halt die Augen offen. Na klar. Vielleicht entdecken wir einen kleinen Ort, ja? Ein großer geht auch, ne? Oh, du meinst wohl, je größer der Ort, desto größer das Käsebrötchen, was? Vielleicht. Sag mal, ja? Glaubst du, dass wir ein Engagement für unseren Zirkus finden? Ja, ich hoffe es. Hm. Ich würde unseren Direktor nur sehr ungern enttäuschen. Ja, wir schaffen es schon. Kannst du schon was sehen? Nein, nur Wald, Wiesen und Felder. Da, Dumbo, da ist was! Oh ja, oh, Häuser und eine kleine Kirche. Oh, das ist ein kleines Dorf. Also nur kleine Käsebrötchen. Na ja, immerhin. Wenn wir meine Käsebrötchen bekommen, fliegen wir dann wenigstens noch mal zum See zurück und picknicken. Mm. Es ist doch nicht so weit und es war so, so schön. Na gut, Timo, wenn du darauf bestehst. Oh, sieh mal, gleich am Dorfrand scheint ein kleiner Laden zu sein. Wollen wir da mal reingehen? Na klar, versuchen wir's. Ja, also ich lande vor dem Reklameschild, ja? Okay. Achtung, und gleich... Also, ich denke, du wolltest vor dem Schild landen und nicht mittendrin. Ich konnte nicht so schnell bremsen. Na ja. Oh Mann, das ist mir vielleicht peinlich. Geh mir auf. Oh, eine Bruchlandung und das mir. Hoffentlich hat das niemand gesehen. Ach, Dumbo, ich glaube nicht. Ist ja gerade keiner da. Oh, ich stell das Glück Schild gehabt. Wieder hin. Mhm. Na, es ist zum Glück heil geblieben. Ja. So, jetzt können wir in den Laden gehen, ja? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich... Ein Elefant mit Riesenohren. Hugo! Oh, was ist denn, Frieda? Hugo! Hier ist ein Elefant im Laden. Na und? Ja, immer machst du aus einer Mücke einen Elefanten. Hier ist
keine Mücke. Hier ist ein Elefant. So, so. Und? Was will er? Das weiß ich nicht. Dann frag ihn doch. Ich trau mich nicht. Ich möchte ein Käsebrötchen. Oder lieber zwei. Au! Hilfe! Eine Maus! Wieso? Ich denke, ein Elefant. Komischer Laden hier. Hugo, schaff die Maus hier raus. Na gut, ich komm ja schon. Ach komm, Timo, gehen wir lieber. Hast recht, Dumbo. Ich glaube nicht, dass wir hier Käsebrötchen bekommen. Mhm. Saftladen. So, da bin ich. Wo ist denn nun die Maus oder der Elefant? Rausgegangen. So. Na, da kann ich ja wohl auch wieder rausgehen, oder? Hugo! Ach. Hugo! Komm schnell hier zum Fenster! Da draußen fliegt der Elefant! Der Elefant fliegt? Auf einem Besenstiel, oder wie? Nein! Mohren! Frieda, du spinnst! Käsebrötchen. Ah, na lass, Timo. Begnügen wir uns erstmal mit den anderen Sachen aus dem Korb. Irgendwann werden wir schon noch ein Käsebrötchen auftreiben. Och, irgendwann. Ach, schmoll nicht, Timo. Wir fliegen jetzt zum See und essen. Oh, wird bestimmt sehr gemütlich. Na gut. Wenn ich es auch damals nie zugegeben hätte, es war wirklich sehr gemütlich, unser Picknick am See. Oh, das tolle Wetter, die schöne Landschaft und das gute Essen. Wenn auch ohne Käsebrötchen. Schöner hätte es gar nicht sein können. Als wir dann endlich satt waren, legten wir uns eine Weile aufs Ohr. Dumbo wurde als erster wieder wach. Oh, Timotheus, wach auf. Was ist denn? Wir haben geschlafen. Es ist schon spät am Nachmittag. Oh, Schreck. Und deswegen habe ich auch schon wieder Hunger. Wir müssen sehen, dass wir noch ein Stück weiterkommen. Sehr weit werden wir wohl heute nicht mehr kommen, schätze ich. Aber ich bin so weit. Können wir? Ja, steig auf meinen Rüssel. Dann setze ich dich in meinen Hut. Dein Rüssellift ist gar nicht schlecht. Ja, aber er ist nur geeignet für Leute mit deiner Größe. Stimmt. Es hat eben alle seine Vorteile, auch wenn man nicht so groß ist. So, du kannst losfliegen. Also gut. Achtung! Heute werden wir wohl nichts mehr erreichen, oder was meinst du? Ja, damit wirst du recht haben. Erstens ist es schon ziemlich spät und zweitens ziehen da hinten dunkle Wolken auf. Ich fürchte, es wird bald regnen. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Na, dann halte ich am besten schon mal Ausschau nach einem Plätzchen, wo wir übernachten können, was? Ja, das wäre gut. Dann kann ich aufpassen, wo ich hinfliege. Sonst donner ich am Ende noch mal gegen ein Reklameschild. Ja, das war wirklich eine reife Leistung. Ja, ja, ich weiß. Erzähl das bloß niemandem. Ach, keine Angst. Oh, da vorne wird's aber bedenklich dunkel. Oh, ja. Das sieht mir ziemlich nach einem Gewitter aus. Oh, wie schnell sowas geht. Eben noch der herrlichste Sonnenschein und auf einmal ist es stockdunkel. Und weit und breit kein Ort zu sehen. Wir werden wohl eine ganz schöne Dusche abbekommen. Ja, aber vielleicht zieht's ja auch vorbei. Glaube ich nicht. Die Sonne ist schon nicht mehr zu sehen. Guck dir mal an, wie schwarz die Wolken sind. Oh Mann, du hast recht. Das sieht richtig böse aus. Und es wird auch schon deutlich kühler. Oh, hat's da nicht eben schon geblitzt? Nee, ich hab nichts gesehen. Tatsächlich, es donnert. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir einen Unterschlupf finden. Ja, ich habe auch schon die ersten Regentropfen abgekriegt. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, ich auch.
glaube, ich muss gleich landen. Es wird ja immer dunkler. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh. Sofern man überhaupt noch was sehen kann, so sind das Bäume. Ja. Nichts als Bäume. Ja, dann steht uns ja noch einiges bevor. Wenigstens keine Reklameschilder. Ja. Oh, ich. Jetzt geht's aber los. Und wie? Das ist ja furchtbar. Da krieg ich dich am besten unter den Hut. Sagst du so einfach? Ich habe alle Mühe, mich selbst zu halten. Jetzt ist es genug. Ich lande. Ja, das ist auch besser. Ich bin über einem Gewitter schon mal vom Kopf gefallen. Weißt du das noch? Und das will erleben. Oh, das kann ich mir denken. Ja. Oh, na, die Landung wäre einigermaßen geglückt. Was sagst du, Mo? Ja, ja, keine Angst. Ich habe nichts vor, auszugehen. Wo wir wohl sind? Keine Ahnung. Irgendwo im Wald. Na, bestens. Was machen wir jetzt? Gehen wir einfach dem Rüssel nach. Irgendwo werden wir schon ankommen. Meinst du, dass wir bald aus dem Wald herauskommen? Ich weiß nicht. Oh, das ist aber auch ein Wetter. Hört es denn gar nicht mehr auf? Erstmal wohl nicht. Kannst du noch irgendetwas erkennen? Kaum. Nur jedes Mal, wenn es blitzt, dann wird es tatsächlich. Timo, hier scheint ein Weg zu sein. Oh, tatsächlich? Na, besser als nichts. Gehen wir nach rechts oder nach links? Gehen nach links. Von mir aus. Wenn wir bloß mal bald ein Haus finden. Ja, hoffentlich. So ein Unwetter. Schlimmer kann es wirklich nicht mehr kommen. Und wie dunkel es ist. Hoffentlich ist der Rest von unserem Proviant nicht schon völlig aufgeweicht. Hast du etwa schon wieder Hunger? Oh, was essen könnte ich schon? Sieh mal, Timo, die Bäume lichten sich und der Weg wird breiter. Dann kommen wir ja wohl endlich irgendwo an. Ja, ich glaube schon. Ganz da hinten brennt doch ein Licht. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Nichts wie hin, Dumbo. Oh, 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 oh. Ja, so. Hast du dein Blick gegen das Haus gesehen? Ja, das ist ja ein Schloss. Und was für eins. Unheimlich aus. Ja. Also, wenn da oben nicht ein kleines Licht wäre, ich weiß nicht, ob ich dann dort hingehen würde. Im Moment bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Mhm. Wir sind gleich da. Oh, das ist wirklich ganz schön groß. Und anscheinend auch schon etwas baufällig. Mhm. Pass bloß auf, dass du nicht zu doll an die Tür klopfst. Ja, ja. Oh, wie das halt. Irgendwie ist das komisch. Ich fürchte mich direkt ein bisschen. Ja. Warum macht denn keiner auf? Ich weiß auch nicht. Aber es schimmert doch Licht durch die Fenster. Es muss jemand hier sein. Fragt sich bloß wer. Außerdem brennt das Licht ziemlich schwach. Klopf noch mal. Ja, gut. Oh, die Tür ist ja offen. Oh, wie unheimlich. Und das bei dem Wetter. Was machen wir denn nun? Ja, mal sehen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Keine Antwort. Sieh dir mal die Hand an. Ziemlich runtergekommen aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch jemand wohnt. Aber es brennt doch Licht, wenn auch sehr schwach. Vielleicht hat man nur vergessen, es auszuschalten. Also, mir ist es hier draußen zu ungemütlich. Was meinst du? Gehen wir rein? Hast du denn gar keine Angst? Ach, nein, eigentlich nicht, aber merkwürdig ist das alles schon. Komm, gehen wir rein. Na gut. Ah, oh, hast du die Tür zugeknallt? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Das ist ja ein richtiges Spukschloss. Ach, red keinen Quatsch, Timo. Der Wind hat eben die Tür zugeworfen.
Hallo? Ist denn niemand da? Anscheinend nicht. Oh, da knarrt doch was. Ja, ich hör's auch. Was kann das sein? Ist da wer? Hallo? Gibt's hier Käsebrötchen? Du immer mit deinem Käsechen. Na ja, wenn ich Angst habe, werde ich immer sehr hungrig. So, so. Na, jedenfalls antwortet niemand. Ich bin dafür, dass wir uns ein Plätzchen zum Schlafen suchen. Morgen früh fliegen wir dann weiter. Ich kriege bestimmt die ganze Nacht kein Auge zu. Ach, komm, wir gehen mal die Treppe hier hoch. Ha? Nun sieh dir das an, Dumbo. Was denn? Hier ist ja alles halb zerfallen. Hier wohnt keiner mehr. Höchstens Gespenster. Ach, es gibt keine Gespenster. Wenn das man stimmt. So. Nun sind wir oben. Und wohin jetzt? Mal gucken, was hinter dieser Tür hier ist. Also, dieses Halbdunkel ist aber auch fürchterlich. Das war wohl mal ein Wohnzimmer. Wir bleiben am besten hier. Die Ecke da sieht noch einigermaßen gemütlich aus. Oh, gemütlich ist gut. Aber besser als draußen. Da steht noch ein altes Sofa. Ach. Machen wir es uns da bequem? Ach, gute Idee. Ich bin auch müde. Der Weg hierher war anstrengend. Aber ich kann bestimmt nicht einschlafen. Dann kannst du uns ja bewachen. Gute Nacht, Timotheus. Schlafen gehen ohne Abendbrot. Naja. Gute Nacht, Dumbo. Gute Nacht, Timo. Der schläft auf dem Bett. Dumbo! Dumbo, was ist das? Keine Ahnung. Es scheppert wie Metall. Ja. Jemand gehen. Es kommt von dort, hinter der Tür. Sehen wir mal nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hab ich eine Angst. Sei bloß vorsichtig. Ja, so langsam wird mir auch mulmig. Du steckst einen ja richtig an mit deiner Angst. Ja, ein lang, schmalen Korridor. Bis jetzt nicht. Aber der Korridor läuft da hinten um die Ecke. Und von dort kommt das Geräusch. Oh, lass uns lieber gehen, Dumbo. Wohin denn? Draußen sieht man nicht mal mehr die Hand vor Augen. Außerdem möchte ich wissen, was das für ein Geräusch ist. Ach, ich nicht. Großer Gott, eine Ritterrüstung und die wandelt auf uns zu. Ja, mir langt es auch. Schnell weg. Timo, wo rennst du denn hin? Dann wurde manchmal eine von den Wolken...